Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute soll es um die Nintendo Switch gehen. Ja, Nintendo Switch oder auch Nintendo NX, wie es vorher hieß, wurde endlich offiziell von Nintendo angekündigt mit einem sehr coolen Trailer, den ihr jetzt im Hintergrund sehen könnt. Ich möchte in den Trailer so ein bisschen auf ein paar Sachen eingehen, wie die Konsole mir gefällt, was man da Neues an Spiele sieht. Also es ist schon einiges zu sehen. Und gehen wir doch ganz einfach erstmal auf die Konsole an sich ein. Da ist sie, das gute Stück. So soll sie aussehen, wenn sie dann im Wohnzimmer bei euch steht oder sonst wo, wenn ihr spielen wollt. Also ich muss sagen, ich finde das Ding sieht sehr schick aus. Mir gefällt es ganz gut. Man kann erkennen, dass der Bildschirm oben drinne steckt. Das ist eigentlich nur so eine Art Dockingstation. Angeblich soll man dadurch eigentlich nur das Bild von dem Bildschirm, also auf das kleine Tablet, wie auch immer, einfach nur auf den großen Fernseher übertragen. Dafür ist die Konsole da. Die Technik an sich soll wohl angeblich nur in diesem Bildschirm stecken. Also ich muss schon sagen, ja, das beeindruckt mich ein wenig. Aber gut, werden wir erstmal sehen. Und vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, dass an der Seite der Switch auch USB-Ports sind. Zwei an der Zahl. Ich denke, es wird dazu führen, dass wir wieder Smash Bros. Mit dem GameCube-Adapter-Controller damit spielen können. Was ich natürlich sehr befürworte. Vielleicht kann man auch verschiedene Sachen auf der Switch abspielen und abspeichern. Werden wir sicherlich alles noch bald erfahren. Ja, das soll es an sich auch schon erstmal an der Konsole an sich gewesen sein. Gehen wir mal weiter. Reden wir jetzt ein wenig über die Controller. Ja, wie ihr hier sehen könnt in den zwei Beispielbildern, sind die beiden Controllerteile, die man an den Bildschirm ranklemmen kann, an so eine Art, ja, eigenen Controller angeschlossen, weiß man nicht. Man kann sie auf jeden Fall damit auch spielen. Ich denke, das wird auch mitgeliefert werden. Also kann man die beiden Teile abklemmen und an den Bildschirm ranklemmen und somit ja den ganzen Bildschirm mit überall hin unterwegs mit hinnehmen und spielen. Ja, finde ich an sich eine sehr gute Sache. Allerdings muss ich hier schon irgendwie kritisieren, dass eher die ganz große Frage, wie lange hält der Bildschirm von der Akkulaufzeit? Wenn ich mir bedenke, dass ich jetzt diesen Bildschirm mitnehme und über Zugfahrt, die so 2-3 Stunden geht, oder vielleicht noch länger, oder Autofahrt oder was auch immer, damit spielen möchte, und der Akku dann nur 2-3 Stunden hält, ja, dann kann ich auch nicht viel machen. Ich hoffe, dass man den Bildschirm an sich vielleicht an eine Powerbank eventuell anschließen kann und man es dann ganz einfach auch ja, unterwegs aufladen kann. So kann man locker doch schon die Spielzeit immer mal wieder erhöhen. Also, mal schauen. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass die Akkulaufzeit des Bildschirms dann ganz schön lange anhält. Ansonsten, aber es muss ja irgendwie sein, weil Nintendo wirbt ja richtig mit dieser Funktion in diesem Video. Also, nun ja, lassen wir uns mal überraschen. So, reden wir mal weiter über den Bildschirm an sich. Und zwar kann man den Bildschirm wohl mit verschiedenen Gadgets an verschiedene Orte aufstellen, anhängen oder wie auch immer, um dann gemeinsam mit seinen Freunden spielen zu können. Ja, weil die beiden Dinger, die man an die Seite schieben kann, an den Bildschirm, kann man auch als eigene Controller verwenden. Das ist nämlich ganz lustig. So kann man immer zu zweit ein Spiel wie Mario Kart oder verschiedene andere Spiele, denke ich, die dann noch dieses Feature supporten, zusammen spielen. Das ist ganz nett. Allerdings muss ich sagen, ich glaube nicht, dass man dann groß skillen kann mit den Mini-Controllern. Also das ist wahrscheinlich wirklich nur so ein bisschen Fun für zwischendurch. Reden wir jetzt einfach mal über den richtigen Controller von der Nintendo Switch. Ja, ich denke, er wird nicht mitgeliefert sein. Vielleicht, wenn man so ein großes Extra-Bundle kauft, dann, ja, kann das schon sein, dass er dabei ist, aber ansonsten ist er wahrscheinlich separat erhältlich. Ja, was mir natürlich sofort aufgefallen ist, ist, dass der Switch-Controller ziemlich stark den Xbox One-Controller ähnelt.
Aber muss ja nichts Schlechtes heißen. An sich ist es ja auch nur der Pro-Controller von der Wii U. Einfach nur die Knöpfe, der XYBA-Knopf und der eine Stick wurden halt getauscht. Aber ja, dann ist es halt an sich ein Xbox One-Controller. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall. Ja, gefällt er mir so an sich ganz gut. Ich denke, man gewöhnt sich relativ schnell dran. Gerade auch die Leute, die vielleicht vorher eine Xbox One hatten, werden relativ schnell reinfinden mit dem Controller. Ich denke, ich werde auch dann mehr mit dem spielen als mit irgendeinem anderen Controller. Also, ja, gut. Was ich natürlich auch sehr, sehr gut finde, oder was mir aufgefallen ist, was ich sehr, sehr gut finde, ist, dass man mit dem Controller, den ich euch gerade gezeigt habe, auch auf dem Bildschirm spielen kann. Also man ist nicht verpflichtet, diese kleinen Seiten-Mini-Controller, wie auch immer die Dinger heißen, zu verwenden, sondern man kann sich schön gemütlich dahin chillen und auch mit dem Controller auf dem Bildschirm spielen. Das ist doch auch sehr, sehr gut. Finde ich gut. Ja, natürlich wäre es jetzt noch schön, wenn man an dem Bildschirm GameCube-Controller-Adapter anschließen kann und dann Smash Bros. Mit dem GameCube-Controller spielen könnte, aber ja, das wird dann wahrscheinlich nicht der Fall sein. Aber gut, man kann ja träumen. Haha. So, gehen wir doch jetzt einfach mal auf die gezeigten Spiele ein. Und da ist schon was sehr, sehr Interessantes gekommen. Und zwar fangen wir gleich mal direkt mit Mario Kart an. Jetzt habe ich mich gefragt, oh, toll, ein Mario Kart 8 Port kommt für Switch, aber jetzt ist mir aufgefallen, irgendwas stimmt hier nicht. Erstmal ist der Charakter König Boohoo gar nicht im Original vertreten. Und warum zum Teufel hat man bitte schon bei den Itemkasten oben in der Ecke jetzt doppelt? Wie damals bei Mario Kart Double Dash. Entweder, was meine Vermutung ist, kommt ein Port von Mario Kart 8 für die Switch, wo es alles noch viel, viel mehr Inhalte gibt und alles. Oder wir bekommen tatsächlich für Mario Kart 8 an sich auch nochmal ein Update von der Wii U, wo das alles mit drin ist. Oder vielleicht ist es Mario Kart 9. Dies alles wissen wir nicht. Aber meine Vermutung ist tatsächlich, dass es nochmal weitere DLCs gibt für die Wii U Edition und für die Switch ist das automatisch mit drin. Weil man sieht auch ganz stark, dass es halt, ja, das alles, wenn man das ganze Bild, das Bild so sieht, dass es doch sehr stark nach Mario Kart 8 aussieht. Aber ich denke, es wird einfach nur ein Port sein mit ein paar neuen Extras und da wird man jetzt kein neues Spiel draus gemacht haben, denke ich. Allerdings könnte ich mich auch irren. Ich würde mich natürlich auch sehr über ein Mario Kart 9 freuen. Wir werden uns auch hier überraschen lassen müssen. Jetzt geht's weiter mit Splatoon. Ja, Splatoon wird auch wahrscheinlich einen Port kriegen auf die Switch, aber das stand ja schon damals bei einigen Gerüchten fest. Ich denke, dass das auch, wie gesagt, einfach ein Port wird mit ein paar neuen Extras. Eventuell kriegt die Wii U dann auch nochmal neue Updates oder es bleibt eine Switch-Version, die natürlich, um die Leute zu locken, damit die es wieder kaufen, damit sie dann neue und extra spielen können. So ähnlich wird es vielleicht auch mit Mario Kart 8 Switch, wie auch immer, sein. Aber gut, lassen wir uns auch hier weiterhin überraschen. Und jetzt kommt das Beste. Na gut, das Beste ist The Legend of Zelda Breath of the Wild, aber da wissen wir schon einiges. Aber jetzt kommt das Beste, was ehrlich gesagt neu angekündigte, nämlich Super Mario für die Switch. Ja. Wir haben es gesehen, ein neues Super Mario im 3D-Stil kommt. Ich hoffe, es wird wieder ein Mario wie Super Mario 64, Super Mario Sunshine oder Galaxy. Ich hoffe es sehr stark. Ich möchte nicht schon wieder ein Super Mario 3D Land haben oder 3D World oder was auch immer. Ich möchte endlich wieder die Sterne sammeln gehen und diese Mission auswählen. So, ich hoffe es, dass das, ja, dann der Fall sein wird. Aber es sieht schon ganz schick aus und ich freue mich drauf. Ja, zum Schluss noch was Erfreuliches, und zwar haben die Third-Party-Entwickler auch schon sich dazu geäußert, dass sie die Switch unterstützen wollen. Unter anderem ist Square Enix dabei, Sega, Activision, Capcom und vieles, vieles mehr. Und ich denke, wir werden das ein oder andere Final Fantasy-Spiel,
Call of Duty wieder und verschiedensten Spiele auch wieder auf Switch sehen. Und da freue ich mich auch natürlich drauf. Ich bin gespannt, was die Switch uns noch so zu bieten hat. Ich bin davon überzeugt, dass diese Konsole definitiv besser ankommen wird als die Wii U. Im Hintergrund seht ihr jetzt noch ein paar Bilder zu der Switch und zwar mit den genauen Namen der verschiedenen, ja, Controllern und der Nintendo Switch-Konsole. Und was natürlich auch ganz stark noch auffällt, ist, ja, richtig gesehen, es gibt keine Blu-rays oder CDs mehr, sondern Nintendo Switch hat wieder Cartridges oder Game Cards. Da ist auch die Frage, wie viel Speicher haben die? Ja, das ist so eine Sache, wo ich sage, okay, schauen wir mal. Aber ich bin guter Dinge. Ich denke, Nintendo wird es richtig machen. Nicht denselben Fehler wie bei der Wii U. So, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich bedanke mich für eure Zeit. Und wenn ihr noch irgendwas anderes zur Switch habt, was ich noch nicht erwähnt habe und ihr noch genaueres wisst, schreibt doch was in die Kommentare. Ich bin immer offen für Neues und bis dann. Ciao, ciao.